Und wieder relativ ohne Verluste. Es geht. Skelengel, Starskorpion, endlich. Tausenddrache ist auch schon. Pinguin! Alter, der tapferste Pinguin, der konnte. Ich sag's euch. Level 3. Jetzt kriegen wir endlich Dingssoar. Metallsoar. Gib mir mal dich und dich. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, davon dir können wir noch einen gebrauchen. Das war eine schnelle Diskussion. So, da waren es nur noch drei, ne? Da waren es nur noch drei. Vielleicht nicht, danke für den Bett. Ein Zehntel Center Schock, was? Ich habe die Dinger damals mal gehabt. Das, auf einmal hat sich mein gesamtes Gesicht zusammengezogen. War nicht schön. Was not fun, believe me. War nicht Spaß, war nicht witzig, nein. Mein Kumpel damals fand's witzig. I punched him later. Nächster. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Now he's totally nuts. Weißt du, Mari, wie viel Screentime willst du einen noch haben? Es ist schon dein dritter Besuch hier mittlerweile. Erstmal dein normales, dann dein Yummy und jetzt nochmal Yummy. Also, du willst ja echt zanken, Kandat. Gut, nochmal Yummy, Yummy Marek. Von mir aus. Jetzt hat er Feuer hier. Feuer hat er Wind. Jetzt hat er Feuer. Und ich sitze hier, willst jetzt Feuer mit Feuer bekämpfen? Noni! Ein Döner auf meinen Nacken. Ein Döner auf deinem Nacken. Vielen Dank für die Bits auf jeden Fall. Mein Döner gibt's heute nicht. Ich mache mir nachher irgendwie Steak oder so. Muss ich mal gucken. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Alter, Autobot. Irgendwann gibt's hier die derbste Schelle. Sehr erfreut, dich wiederzutreffen, Pharao. Oh shit, eine Synapse ist bei ihm durchgebrannt. Marek. Marek, du willst dich noch einmal mit mir duellieren. Du hast recht. Ich habe noch nicht genug davon, dich zu quälen. Unser letztes Match war ziemlich einseitig, just saying. In diesem Kampf werde ich das Böse besiegen, das sich in deiner Seele breit gemacht hat, Marek. Na los, dann probier's doch. Das könnte ein Problem werden. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Face my penguin! Das ist sogar gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Ja, Feuer. Wind. Feuer. 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 Erde, Erde. Sieben? Mehr nicht? Ich darf acht mitnehmen. Also, ja, dich nehmen wir mit. Soa nehmen wir mit. Pinguin, du kommst mit. Skelengel, auf dich können wir auch vertrauen. Du sowieso. Ryukishin ist tot. Mon Lava, das wäre sogar gleich mal doof eigentlich, aber gegen seine ganzen... Es wäre vielleicht gleich mal schlecht, wenn wir jetzt tatsächlich Wassermonster mitnehmen. Ich meine, wir haben welche. Und das nicht zu knapp. Wir haben nämlich eine übergroße Schildkröte. Soa nehmen wir mit für die Fusion. Müssen wir jetzt mal gucken. Was machen wir denn da? Jetzt nehmen wir noch mehr Wasser mit, was... Das Problem ist, sie sind meistens nicht gelevelt. Lavas können wir mitnehmen und wir haben noch 111 über. Das ist keine so gute Wahl, die wir haben. Es sei denn, wir packen Lavas weg und nehmen dafür andere Sachen mit. Zum Beispiel zum Bleistift. Ich habe keine Idee. Scheiße. Das Problem ist, Magiermädchen bin ich an sich sogar... Das wäre sogar ziemlich gut. Ja, hast ja recht. Warte.
Jetzt wollen wir nur irgendwas haben, was unter 70 ist. Stein. Du hast gute HP-Werte. Ja. Kann zwar an sich nicht viel, aber... muss ja nichts bedeuten, ne? Okay. Ich parke in der Ecke. So, manuelle Platzierung. Wir bringen zuerst mal Stahlskorpion und Soa zusammen. Das ist das Erste, was wir tun werden. Wir werden die beiden Schnuckis fusionieren. Pinguin. Der tapferste aller Pinguine. Ein tapferer kleiner Pinguin. Er stand seinen Mann bis zum Letzten. Er hat es verdient, an unserer Seite zu kämpfen. Und Crab. Das meine ich mit Musik. Jetzt auf einmal wieder episch. So, Marek, dann zeig mir mal, was du diesmal hast. Letztes Mal hattest du ja jede Menge Windzeugs. Was hast du diesmal? Du hast einen Kriechdrachen. Du hast einen Megasovler. Megasovelsne. Oh, Sonnenvogel Crimson. Nice. Riesigen flüssigen Behemoth. Und das könnte fies werden. Sonnengras sehe ich jetzt nicht als Feuergras. Ich jetzt fucking. Zweimal fucking Feuergras. Marek, was ist los mit dir? Du schenkst mir einen Senkvogel und dann fucking. Einen Haufen Gras. Du schickst Moos. Ist deine Beerdigung. Den tapfersten Pinguin. He's the best Penguin. Ja, wir mussten auch relativ günstige mitnehmen, wenn ich jetzt mal so rüberlege. So, dich schicke ich am besten schon früh auf Reise. Okay. Los, beschwör dein Feuergras. Da geht noch eine Synapse flöten. Der Typ, he totally lost it. Das Ding sieht merkwürdig aus. Behemoth. Oh nein, nicht Feuergras. Leute, passt auf. Watch it. Oh, jetzt aber. Sabbel nicht, Yugi. It's time for a fusion. Oh, shit, boy. Er wird in einigen Punkten sogar schlechter. Aber sein Movement bleibt dasselbe. Ach komm, fürs LP. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Alles, was ich brauche, ist auf meinem Feld versammelt. Ich fusioniere meine zwei Monster. Und wer weiß, vielleicht mit den Level-Ups wird es vielleicht noch besser sogar. Ich meine, Soa war mächtig, aber das andere ist ein fucking Metallskorpion. Um ehrlich zu sein, ich wünschte mir, er hätte Ra. Das wäre wenigstens... ne? Ich meine, was hat er stattdessen? Ein Sonnenvogel. Oh yes, und wir haben uns einen Megasort gebastelt. Oh, the fun. The fun moments we have. Okay. Du marschierst schon mal vor. Genau wie der tapferste aller Pinguine. Er fühlt sich hier überall wohl. Ich merke schon. Ah, shit. Na gut. So, zeig mir dein Feuergras. Show me. Konnte sich Feuergras schon immer so viel bewegen? Ich meine, es ist Feuergras. Ne? Ist der Frontfighter Penguin. Ich sage euch, ihr werdet gefälligst Respekt vor diesem Pinguin haben. Sonst kommt er zu euch nach Hause und schlägt euch die Zähne ein.
So. Back to business. Ist schon teuer, ne? Pinguin, bleib bei deinen Freunden. Sie werden dir helfen. Sie werden dir zur Seite stehen. Ist das da unten? Ich habe ja so das Gefühl, hier wird gleich irgendwie ein Vulkan ausbrechen und dann sind wir alle verloren. Ich sollte Flammenmeer eigentlich dann nicht so alleine hinschicken. Echt mal Respekt vor dem Pinguin. Wenn ich irgendwen sehe, der diesem Pinguin Shit gibt, ne? Den slap ich. Den slap ich silly. Jetzt weicht er sein Feuergras schon ein. Was ist mit ihm kaputt? Dich werde ich noch verstehen. Minus 42 Attack, was? Feuergras muss hier... verliert ein bisschen. Tja, Mensch, hi. Guten Tag. Das ist nice. Das ist schon mal nice. Schon mal den First Hit landen. Mach nur weiter so. Okay, er ist komplett bekloppt geworden. Wieso verliert er so viel hier? Warum verliert mein Flammenmeer so viel Power hier? Das ist mir gerade noch ein bisschen... Oh, wow. Metallsor. Zeig mir deine Macht. Scheiße, sieht das Ding cool aus. Und es steht sich einfach nur Owaiwamu Shinderu. Da kannst du dir dein Feuergas sonst wohin rauchen. Ich habe dein erstes Monster eliminiert. Dann freu dich jetzt, denn ich garantiere dir, dass du später nichts mehr zu lachen hast. Das tust du schon genug, mein Dude. Du lachst hier schon, du hast echt die Zeit deines Lebens. Man, glaub mir. Ich würde nicht eine Minute Zweifel haben, dass du einen an der Flöte hast. Ich habe aber auch hier gerade echte Movement-Monster bei mir, ne? Es funktioniert alles so gut gerade. So. Schieb mir mehr entgegen. Oder schieb's weg, das geht auch. Mein, von mir aus, du kannst auch all deine Viecher einfach in irgendeine Ecke schieben. Können wir auch machen. Bringt uns zwar nicht voran, aber... Quäp. Quäp. Ah, shit. Da komme ich jetzt nicht... Du bewegst dich. Ah, du kannst nur diagonal angreifen. Damit bist du nichts. You are nothing. Das heißt, ich pack dich dahin. Weil Stahlogergrotte brauchen wir sowieso nicht wirklich. Ich habe ihn nur mitgenommen, weil... Ja, reasons. Ein Teil so schicke ich mal hier so rüber. Flammeer bleibt in Deckung. Der tapferste aller Pinguine. Oh. Jetzt ist er im Wasser. Oh, shit. Seine finale Form. People, watch out. Dieser Pinguin, ne? Ich sag's euch. Der rippt gleich. Der rippt gleich Faces. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor einem kriechenden Drachen. Sehe ich aus, als hätte ich Schiss vor einem plattgedrückten Drachen. Ich habe einen Pinguin an meiner Seite. Und du wirst mir gefälligst Respekt zollen. Aua.
find's geil, wie er immer nur ein Monster zur Zeit losschickt, um mich anzugreifen. Ja, ein Monster zur Zeit, der Rest, ja, komm später. Also entweder hat die KI einen absoluten Dive gemacht jetzt mittlerweile. So, warte mal. Nö, Flammenmeer, du, auf dich muss ich aufpassen, du. Minus 7, das ist easy. Das ist wiederum gut. Wir machen seine Viecher eine nach dem anderen platt. Oh, guck mal, ich kann sogar von hier angreifen. Not even a threat. Das Problem ist nur... Ja, shit. Aber ich könnte mit ihm hier hin und seinen komischen Saurier hier schon mal ankratzen. Mein Steinogergrotto ist jetzt nicht das Monster, was ich unbedingt für die nächste Runde behalten will oder so. Go, Penguin! Wenn ich ins Wasser gehe... Ja, da verliert er richtig. Ich lass dich mal erstmal noch da drauf. Ne, geh mal hier hin. Und die Schildkröte kommt mit. Okay. Wir haben zwar seinen platten Drachen nicht weggekriegt, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Oh, das habe ich nicht erwartet. Das Schlimme ist, es gibt eine Fusion für Pinguine. Stahlogagotto stirbt? Nee, er überlebt. Wow. Es gibt eine Fusion für Pinguine. Ich habe sie mir nur nicht aufgeschrieben. I think. Ein heftiger Schaden. Oder? Aber es hat überlebt. Nee, doch. Pinguinsoldat und Pinguinritter, beide Level 2, ergeben einen noch krasseren Pinguin. Wow, gekillt von einem Feuergras. Das ist peinlich. Ja gut, Stahlogagrotto ist jetzt auch nicht das, wo ich unbedingt behalten wollen würde. Ernsthaft? Dafür hast du dich jetzt in eine Dead Zone begeben? Ich meine, du stehst dem Pinguin gegenüber. Ich kann sie hören. Ich kann sie hören. Was? Pharao, die Schatten rufen deinen Namen. Was geht hier? Oh shit! Vulkanausbruch! Oh scheiße, sag mir nicht, das ist jetzt ein Lavabecken. Lass uns mit deiner Beerdigung beginnen. Das macht keinen Sinn, Marek. Man kann nicht... Au! Penguin! Oh no! Das ist nicht gut. Ich habe an diesem Ort Schaden genommen. Ich hätte es mir denken können eigentlich. Großartig! Das bringt mein Blut zum Kochen. Ob man dem Synchronsprecher einfach nur gesagt hat, komm, hab Spaß. Ja, ich schmeiß jetzt meinen Hummer nicht da rein. Pingu, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das aushalten kannst. Du kämpfst in Lava. I believe. Er wird zwar im nächsten Zug Schaden nehmen, aber ich vertraue darauf, dass er das aushält. Und Soa sowieso. Ja. Dieser Pinguin ist so fucking badass, er steht in Lava. Nur mal so nebenbei. Aber er bleibt davon unbeeindruckt. Okay, das wiederum, ne?
Aber wir sind ihm jetzt schon so hart auf der Pelle. Und die sind jetzt außer Gefahrenzone. Jetzt muss ich mit euch beiden nur gucken. Na gut, 30 ist jetzt auch nicht so schlimm. Und der Hummer kann darüber. Das Gelängel hält das sowieso aus. Und den Hummer schmeißen wir jetzt ins Kochwasser. Ja, Flammenmeer hat hier keine Angst, denn der wird hier sogar noch mächtiger im Feuer. Scheiße, das Ding ist stärker, als ich gedacht habe. Fuck. Das Problem ist, ich bin jetzt in der Position, wo ich nach vorne muss. Das heißt, ich muss ihm in die Arme rennen. Oh, scheiße. Aber er ist mein Pinguin, schutzlos ausgeliefert. Ich weiß, das ist trotzdem nicht gut. Und ich gebe mir noch nicht mal richtig Mühe. We are in trouble. We are in trouble. Wenn das, wo Soa drinsteht, Lava noch ist, als Lava gilt, dann... Dieses Duell läuft nicht gerade gut für mich. Dann war das jetzt gerade ein Problem, das ich nicht haben möchte. Es ist noch Lava. Ja, das Gelängel ist nicht schlimm, der hält das aus. Der Hummer wird auch ein bisschen gekocht. Was? Also Pinguin! Pinguin! Nein, Soa! Du stehst doch nicht mehr da drin, du. Oh, scheiße! Das ist ein richtig scheiß Zug gewesen. Setz mal die Kamera richtig hier. Mann, Pinguin! Nein! Hummer, hilf mir! Hummer, du bist nutzlos! Das Ding kann sich 4 diagonal bewegen, Alter. Was ist los, Pharao? Komm schon, greif an! Halt die Fresse. Ich hab zu tun. Erstmal ihn hier wegbringen. Ich könnte Pinguin in Sicherheit bringen. Das Problem ist, es bringt mir nichts. Weil dann kommt er in der Mitte. Nee, er kann gar nicht. Pinguin, kämpf bis zum bitteren Ende. Aber alles andere ist sinnlos. Wird er von denen hier umgerannt. Das kann ich ja so auch nicht erlauben. Das Ding bewegt sich genauso schnell. Alter, wie weit kann sich das, können sich seine Monster bewegen? Ja, und ich hab's Gelänge genau in die Killzone gepackt. Ja, fight with honor. Kämpfe mit Stolz, mein Pinguin. Und du? Ne, du, ja. Ich habe nur noch 3 Monster. Das ist nicht gut. Das mit der Lava war fies. Ach, halt Sie doch. Dürsten nach deiner Seele. Marik, schusch. Ja, schusch. Schieb weiter dein Ding da durch die Gegend. Alter, das Ding kann sich so weit bewegen. Was? Wie viel Schaden macht das Ding? That's game. Wow. Ihr wolltet einen Vogel des Ra haben. Das ist genug. Das Ding ist mächtig. Das Ding ist so stark wie mein Flammenmeer. Just saying. Ja, wow, geil. Was ist dein Behemoth? Dieses Duell läuft. Ist das Ding Wind? Ich schätze mal. Ja, that's game. Und ja. Schön.
Ja. Es bleibt alles am Pinguin. Der Pinguin ist der Einzige, der noch steht. Der Pinguin ist der Einzige, der noch da ist. Er ist der Einzige. Das Scheißding ist Wind. Natürlich. Ich dachte, das Ding ist Feuer. Oh, Scheiße. Ja, das war's. Wenn du stirbst, dann ehrenvoll. Es sah so gut aus. Es sah so gut aus. Wow. Es ist vorbei, Pharao. Spüre endloses Bedauern und Verzweiflung, wenn du in die Schatten reist bis ans Ende der Zeit. Mein Gegenangriff ist in die Hose gegangen. Ich habe mir viele Dinge für dich ausgedacht und keins davon ist angenehm. War das wirklich das Richtige? Dieser Vogel, ey. Es ist schockierend, dass das Ding mehr Schaden macht als mein Flammenmeer. Also fast so viel. Ich glaube, es macht fast, glaube ich, beide 330 oder so. Alter Verwalter. Okay. Okay, gegen den Vogel müssen wir was unternehmen. Der ist ein Problem. Und das mit der Lava. Das ist, Alter. I call bullshit. Suddenly Lava. Let's try this again. So nach dem Motto. Blip, Lava da, Lava dort. Und fuck you. So, was machen wir denn jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wirklich, ab dem Moment, wo der Vulkan ausgebrochen ist, ging es bergab. Da war Ende. Da war Pief.